Bauminister Jürg Vogelsänger eröffnete heute das Max-Denbeck-Gymnasium am neuen Standort in der Universitätsstraße 18. Der Umbau und die Sanierung zur hocheffizienten Energiesparschule kostete insgesamt 13,8 Millionen Euro und ist damit die größte Bildungsinvestition der letzten 20 Jahre der Stadt Cottbus. Alles ist auf dem neuesten Stand. So werden Teile des Gebäudes mit Erdwärme beheizt, ein ausgeklügeltes Computersystem sorgt für die passende Wohlfühltemperatur und Kreide hat ausgedient. Stattdessen beschreiben Lehrer und Schüler spezielle Tafeln. Alles, was auf dieser zu sehen ist, kann zeitgleich auf die angeschlossenen Computer übertragen werden. Der Schulbetrieb hat zwar schon begonnen, aber noch ist nicht alles an seinem Platz. Die Veränderung zum alten Gebäude deutlich sichtbar. Beste Bedingungen für kluge Köpfe. Und wie steht's mit den Lehrern? Wir müssen uns halt nur neu finden und müssen versuchen, ja, das, was wir früher geschafft haben, Schüler zu interessieren. Schüler zu begeistern, Schüler was beizubringen, das immer noch so zu machen, auch wenn wir jetzt mit vielen neuen Dingen kämpfen müssen, die manchmal noch nicht funktionieren, oft aber funktionieren und immer besser werden.